Super. This power. Caroline, it's as I thought. What's the matter? I told you not to falter. Are you going against our master's orders? Wenn es sein muss, der will mich töten, also. How's this? Das werde ich nicht einfach so hinnehmen, auch Here goes. Wenn wir uns nicht bewegen können und gleich sowieso hinüber sind. No, this isn't right. Aber sie haben Zweifel. Das ist nicht richtig. Our duty isn't to kill him. Oh. Ja, dann tut es doch nicht. Caroline. What gives? Why am I doubting myself? Is there another duty left to us? Wenn dem so wäre. I believe I ordered his execution. Master, have you forsaken humanity? We are wardens, those who rehabilitate prisoners. What? Something speaks to me in my mind. Our true duty is not to kill. Die Assistentinnen, die den Meister in Frage stellen, auch mal was Neues. Was ist das für eine Stimme? Ich kann die Stimme von jemandem hören, ja. Und diese Stimme schreit nach Hilfe. Please, help. Diesen Schmetterling, haben wir den nicht mal ganz zu Anfang gesehen? Diese Stimme. Ich fühle, als hätte ich sie irgendwo schon mal gehört. Wer bist du? Who? Yes, we are those who wish for true rehabilitation. Wir, also mehrere? We are not executioners. That is the truth we had forgotten. Vergessen. We've decided. We will not forsake humanity. Okay. Zum Wohle der. Your right eye and my left. It's as if they're the same, yet mirrored. War da gerade noch eine dritte von denen? I finally remember how we were torn apart. Auseinandergerissen. Ja, auseinandergerissen. Was meinen die? We were originally one. Sie waren mal eins. Yet we were torn asunder into halves by malevolent intent. Von ihm? Igor ist der Böse, oder? So we were captives, same as you. To think we'd learn that truth from a prisoner. Let us reclaim our true form. Wahre Form. Hey, we'll give you your last job. Be thankful and obey. You must fuse us together with your own hands.
Ich muss die beiden fusionieren mit meinen eigenen Händen. Wie soll ich denn das an... Ah, Moment mal. So wie wir die Personas fusionieren? Also... per Exekution? It's time you return the favor for us assisting with your growth. Do it with care. Gerade sollten wir noch... Now, fuse us! Gerade sollten wir noch exekutiert werden. Okay, aber... dann wird's wohl Zeit, euch zu retten. Wenn das ist, was ihr wollt und was getan werden muss. Das ist brutal. Was ist mit Igor los? Oh Gott. Aber es scheint gewirkt zu haben. Da steht jemand Neues vor uns. Also, ist sie die wahre Assistentin oder... und wurde My name is Lavenza. Lavenza. Und sie wurde geteilt oder... ja, boah, hartes Zeug. I was torn apart by a malevolent will and took the form of those twins. Und sie ist so freundlich und höflich wie die früheren. I sought help before my body was split in two. Assistentinnen des Velvet Rooms. If we lose you, the path to the Holy Grail will forever be closed. Das, was wir zu Beginn mal gehört haben, das war sie. Why you must recall the truth once more. Sie hat uns auf diesen Weg geführt. And I beg of you, please, save us. I believed in you. I knew that you would make it thus far. And to the scoundrel who has swindled my master's name. Ein Schwindler? Your lies shall work no longer now that my sight has been restored. Aha. Ihre Ansichtsweise war das also. The game isn't over yet. Ist das... oh Gott. Whether the human world is left as is, or destroyed and rebuilt, it is all sport to me. Be careful. Wenn das nicht Igor ist, dann... wer ist er dann? If I were to put it into words that you can comprehend, I am the Holy Grail that grants wisdom. Er ist der Heilige Gral, heilige Scheiße, und er hat uns die ganze Zeit an der Nase rumgeführt, dieses Arsch. No, it may be more accurate to say that I am a god who responds to desire and holds dominion over man. Für Gott hält er sich. I hope seeing a righteous thief vanquish evil would spur mankind to change their own indolent hearts. Gerechter Dieb würde das Böse verschwinden lassen. However, the result is, as you know, the masses have made it so none of it has transpired. Humans should be met with ruin. You brought forth that answer. Wir haben ihm bewiesen, dass die Menschheit sich nach dem Ende sehnt. But to be frank, I believe it may be worth re-evaluating you. A human has reached the Holy Grail and has seen through my true identity. You've surprised the god that I am often enough. That cannot be done by a foolish commoner. Ja, danke fürs Kompliment. Was will er jetzt? You truly were a prisoner that did not bore me. Ja, danke.
thou hast turned a vow into a blood oath. Und das sind normalerweise doch die Worte, wenn wir einen Vertrauten auf das höchste Level gebracht haben, aber ja, Vertrauten in Anführungszeichen. Also ich hatte ja schon immer so eine Vermutung, auch als ich das erste Mal gespielt habe, weil die Stimme von Igor doch relativ dunkel immer klang, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt, aber ich hatte halt auch gelesen, dass wohl der ursprüngliche Sprecher von Igor, dass der wohl verstorben ist und sie den deswegen nicht mehr zurückholen konnten. Ein Deal mit dir, ja, sicher. Was soll das für ein toller Deal sein? Should you wish it, I shall return the world to its prior state, one rampant with distorted masses. Also geht alles wieder von vorne los. Die Welt zurückverwandeln, könnte er die Wahrheit sagen? Ich weiß ja nicht. Was hat er denn davon? You forcefully dragged him into the metaverse and imposed an ordeal he did not deserve. Yet you still intend on toying with him? Ja, einfach weil er es kann als Gott in Anführungszeichen, ne? The Phantom Thieves will be praised and gain fame. The world will escape ruin as well. Das sind mir ein paar zu viele Zugeständnisse von so einem. Wenn ich das dem hier zustimme, dann wird die zerstörte Stadt wieder normal werden. Allerdings werden die Leute immer noch gefangen sein und ihre Fähigkeit für sich selbst zu denken zurücklassen. Ist das wirklich, sollte die Welt wirklich so sein? Ich denke nicht. Ich weigere mich. Well said. Und sie sieht das auch so. Such irredeemable foolishness. You choose death for yourself. Very well. I have no need for you. Okay. War ziemlich kacke, wenn wir dann tot sind, huh? Und weg ist er. Was? Was ist das? Da ist er wieder da. Klingt ein bisschen anders, oder? Oh my. It's been quite a while since I last stepped foot in this place. Welcome to the Velvet Room. Diese Worte habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ist es diesmal wirklich der echte? Ich weiß ja nicht. My name is Igor. I am pleased to make your acquaintance. Aber diese Worte? He is the rightful master of this velvet room, the true aid on your journey. Ja, okay, wenn Lavenza das sagt, müssen wir ihr mal wohl glauben, oder? Meine wahre Hilfe? It may be difficult for you to understand this all at once. Ich habe schon viel Zeug gesehen. Summarize this. The fake has left and the real has returned. Okay. Ja, dann müssen wir das wohl glauben. Indeed. My master has returned and you won against that malevolent god's temptation. Aber dieser Gott lebt immer noch. You may be able to save this world that is headed towards certain ruin. Ja, nur das dürfte ein ziemlich... However, it will prove difficult to win against him with your power alone. Genau das wollte ich gerade sagen. Hm.
Ich weiß. You must release your teammates, with whom you've shared your conviction. Ja, apropos, wo sind die denn hin? This place exists between dream and reality, mind and matter. Ja, diese Worte kennen wir doch. Scheint wirklich der Echte diesmal zu sein. They have not necessarily expired yet. Just as you were trapped here, they should be confined somewhere as well. Also irgendwo sind sie gefangen, ja. Since you've deepened your bond with them, I am certain you can release them. Once they, the Phantom Thieves, are all gathered here, we will tell you everything. Okay, das ist mal ein Deal. Now go forth to the people whom you should be facing the truth with. Na gut, dann müssen wir sie also finden und retten. Sie sollen hier irgendwo gefangen sein. Na gut. Die anderen Phantomdiebe sollten hier irgendwo gefangen sein. Bitte, finde sie. Rette sie. Das ist etwas, was nur du tun kannst. Na gut. Ja, können wir zum ersten Mal uns hier in dem Velvet Room frei bewegen, ne? Wir werden die Details weiter erklären, sobald du deine Teamkameraden gerettet hast. Also gut. Ja, das war mal unsere Zelle. Dann schreiten wir mal diesen Weg hier entlang. Gibt es da ein paar Abzweigungen? Und schauen mal, ob wir sie hier finden können. So richtige Gefängnisblöcke zu sein. Und oh, da ist Futaba. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Oh, Joker. Ich bin erleichtert. Sieht so aus, als wären wir beide noch am Leben. Könntest ruhig ein bisschen mehr Freude ausstrahlen, ne? Ich bin froh, dass du sicher bist. Bin ich wirklich sicher? Shibuya, was ist passiert? Und wo sind wir? Außerhalb des Velvet Room. Velvet Room? Dieser Name klingt ziemlich cool. In der Tat. Was hat sie? Ich schätze, meine Ängste scheinen sich als wahr herausgestellt zu haben. Die reale Welt ist ein furchterregender Ort. Aber genau das wollen wir doch ändern. Schmerz wie dieser kann dich niemals erreichen, wenn du dich selbst selbst in etwas verbarrikadierst. Wer bin ich schon zu glauben, dass ich den Leuten sagen kann, was sie tun soll? Ich meine, ich habe mich selbst mal immer eingesperrt. Ja, aber das hast du doch überwunden. Wir haben es alle zusammen geschafft. Ach, verdammt, ich will einfach nur nach Hause. Aber selbst das wäre jetzt schwer. Aufzugeben wäre zu schmerzhaft. Weißt du, ich glaube, ich habe mich verändert. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Aber ich kann nicht die Leute so leiden lassen, selbst wenn ich sie nicht persönlich kenne.
Du bist gewachsen. Physisch und folge deinen. Echt zu sein, das scheint alles ein wenig zu viel zu sein. Aber